Sie wollen ein Zeichen setzen, die Freiheitlichen und die SVP, und einen Beschluss der Ärzte- und Zahnärztekammer der autonomen Provinz Bozen, der am 15. Juli gefasst wurde, beim Verwaltungsgericht in Bozen anfechten. Dieser verpflichtet die Ärzte und Zahnärzte aus dem Ausland, die sich in das Berufsregister eintragen lassen möchten, zu einer Mindestkenntnis der italienischen Sprache auf B2-Niveau. Verfügt man nicht über diese Kenntnisse, kann der Beruf in Südtirol nicht ausgeübt werden, weder im privaten noch im öffentlichen Sektor. Dagegen wollen sich jetzt die Freiheitlichen und die SVP auflehnen, da in ihren Augen ein wichtiges Prinzip der Autonomie verletzt wird und der Beschluss einseitig sei. In Südtirol ist laut Artikel 99 die deutsche Sprache der italienischen gleichgestellt und es kann nicht sein, dass ich sage, du hast Berufsverbot, wenn du nicht Niveau B2 Italienisch nachweisen musst. Umgekehrt müsste ich dann sagen, wurde jemals von einem italienischsprachigen Arzt in Südtirol verlangt, dass er Niveau B2 Deutsch vorweisen kann und er sonst eben nicht arbeiten dürfe? Das habe ich noch nie gehört. Also wir müssen ganz klar sagen, wir sehen hier bei diesem Beschluss unser Recht als Sprachgruppe verletzt. Wir werden rekurrieren vor dem Verwaltungsgericht als Südtiroler Volkspartei und als Freiheitliche gemeinsam. Und es haben inzwischen sämtliche deutschsprachige Abgeordnete erklärt, diesen Rekurs mit unterstützen zu wollen. Dieser Beschluss führe zu negativen Auswirkungen für die Bürger, die man unbedingt verhindern will. Es widerspricht ganz klar dem Artikel 99 des Autonomiestatutes. Zum einen, zum anderen sind die Folgeerscheinungen auch jene, dass wirklich Ärzte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum sozusagen eine zusätzliche Hürde in Südtirol haben, dass sie hier auf einmal eine Italienischprüfung auf B2-Niveau ablegen müssen. Das heißt, wir verkleinern auch sozusagen den Zuzugsraum unserer Ärzte und vor allem, hier geht es ja auch nicht um die Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst, hier geht es einfach um die Ausübung des Berufes. Das heißt, ein Arzt aus Deutschland, aus Österreich kann in Südtirol ohne diese Italienischprüfung auch nicht als Privatarzt in einer Privatklinik tätig werden. Und das ist das Grundproblem und das widerspricht übrigens auch dem europäischen Recht. Es könnte ein gefährlicher Präzedenzfall werden, denn das würde heißen, wenn das so stehen bleiben würde, dass im Hinblick auf die Berufsausübung in verschiedenen Bereichen, wo es Berufsverzeichnisse gibt, man sagt, da wird die eine Sprache und nur die eine vorausgesetzt und sonst darfst du nicht arbeiten. Das geht einfach nicht. In Südtirol darf das nicht gehen im Jahr 2019. Wir haben hier ein Recht als deutsche Sprachgruppe, laut Artikel 99 zu sagen, die deutsche Sprache ist der italienischen genau gleichgestellt und nicht mindergestellt. Rekurs hat auch der Anwalt von Thomas Müller eingereicht. Der österreichische Arzt wurde wegen der unzureichenden Kenntnis der italienischen Sprache aus dem Berufsverzeichnis ausgeschlossen. Ob in Zeiten des Ärztemangels solche Beschlüsse sinnvoll sind, ist mehr als fragwürdig.